Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich präsentiere euch heute mal die kleine Mac-Vorstellung vom Victor. Das Gerät wurde im Jahr 2058 unter Vertrag mit der Terran Hegemony, ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht, die deutsche Übersetzung war mir gerade leider nicht ganz geläufig, auf jeden Fall mit der Terran Hegemony als ein Support-Mac mit Sprungfähigkeit entwickelt. So sieht das Ding aus, also das jetzt gerade noch der alte Bild, den ich drin habe. Ich werde meine Victoranten noch mit XL Engines upgraden. Ich mache das jetzt einfach nur hier, damit ich euch die Teile mal so ein bisschen drehen kann und sowas, damit man einfach die volle Platte ein bisschen besser sehen kann. Mit der Erschaffung des Sternenbundes diente der Victor dann unter den SLDF, also den Star League Defense Forces, während der Vereinigungskriege, nach welchen er für alle Mitgliedstaaten verfügbar gemacht wurde. Weil er in Linienregimentern eingesetzt wurde, bekam er so nie die fortgeschrittene Technologie, die für die königlichen Einheiten reserviert waren, was für ihn aber vielleicht auch ein Fakt sein könnte, weshalb er so lange überlebt hat, also nicht ganz so komplex dann zusammengebastelt. Ne? Der Victor erscheint als ein Konzept, welches für einen Support-Mac mit seiner Gewichtsklasse ein bisschen ungewöhnlich ist. Er schafft nämlich gerade mal 64,8 km/h in der Grundausstattung. Er holt das Ganze aber wieder raus, denn er kriegt ein ordentliches Maß an Beweglichkeit durch 4 Jumpjets, die er zum Einsatz bringen kann, und damit kann er dann bis zu 120 Meter weit springen. Und das gibt ihm eine ordentliche Beweglichkeit und einige Vorteile auch in der Schlacht. Denn ein Victor agiert so in diesem Sinne als Support-Mac, indem er dann mit seinem Jumpjet einfach mitten an die Front springt, sich zwischen die Feinde wirft und dort dann seine Kurzstreckenbewaffnung raushaut, was in der Grundkonfig der AC-20 zwei Medium Laser und Shortrange Missile 4er wären. Und wenn man das rausrotzt, so mit in die Gegner reingesprungen, ist das schon erstmal arg böse und junge Mech-Rekruten können davon tatsächlich auch ziemlich überrascht werden. Also in dem Sinne schon mal ein ziemlich guter Support-Mech, wenn man es so sehen will, der dann halt im Nahkampf wirklich schön was wegholzen kann. Er hat leider so im Gegenzug dafür nicht so viel Panzerung, weil er eine sehr schwere Nahkampfbewaffnung hat, aber insgesamt reicht es eigentlich noch. Für einen Mech seiner Geschwindigkeit vor allem, wenn man ihn richtig ausrüstet, dass ich jetzt wie gesagt noch die alte Config, wie ich ihn so habe, oder hier 64,8 ohne XL Engine, da kommt aber auch noch eine rein, ist es halt doch schon sehr gut, ein adäquater Deal auf jeden Fall. Während des Falls des Sternenbundes wurden etwa 1000 Victors produziert. Das ist eigentlich schon mal eine ordentliche Anzahl. Und davon wurden allerdings dann viele von Alexander Kerensky mit in den Exodus verschleppt. Die drei Victor-Fabriken von Hildco wurden während des ersten Nachfolgekrieges zerstört und somit wurde der Mech eine sehr begehrte Beute, um eben noch ein paar brauchbare Teile zu bekommen, womit man noch was anfangen kann oder ein paar Infos rausziehen kann. Lediglich Independence Weaponry konnte noch noch neue Victoren herstellen und wurde während des zweiten Nachfolgekrieges von den Vereinten Sonnen, dem Federated Suns, erobert und wurde der primäre Assault mit ihrer Streitkräfte tatsächlich und auch das bevorzugte Modell für Kommandeure von Regimentern oder Bataillonen sogar. Ja, obwohl das Draconis-Kombinat im folgenden Krieg im Jahr 3039 ein bisschen was zurückeroberte, waren die meisten Kurita-Samurais dann doch zu stolz, um einen Mech anzunehmen, den man inzwischen mehr so mit dem Feind identifizieren würde. Währenddessen konnte das Haus Davion aber neue Modelle durch die wiederaufgebaute Hildco-Fabrik in St. Ys aufkaufen und finanzierte den Bau der Styx Tau Mechworks. Zu den Zeiten der Clan-Invasion wurden neue Victor-Modelle entwickelt, welche neu entdeckte Lost Tech beinhalteten. Jetzt klingt ein bisschen seltsam, neu entdeckte Lost Tech, aber stimmt ja prinzipiell, gell? Die Formation des zweiten Sternenbundes und die Vernichtung des Clans Mok Jaguar haben den Victor wieder ein bisschen gepusht, so dass er auch unter den Kombinatskriegern Anklang fand. Während des Schlachtzugs um Strix und St. Ys durch Haus Liao wurde das vereinte Commonwealth ein bisschen dazu getrieben, auch noch mit General Motors einen Vertrag einzugehen, um mehr Victoren herzustellen. Obwohl der Victor sich offiziell weniger Beliebtheit erfreute, war er doch der Favorit der alliierten Streitkräfte während des Vietcong-Bürgerkrieges und mit neuen Varianten auch, welche in den folgenden Jahren darauf ziemlich viel Verwendung fanden. Und ja, der Victor ist auch generell noch immer ein ziemlich beliebter Mech, stelle ich immer wieder fest, und halt auch ein ziemlich cooler Mech. Von der Front her, wenn man jetzt nicht mit Torso Twist arbeitet oder so, könnte man so einen leichten Torso bei dem Teil leicht erwischen. Aber das Ding setzt nun mal auf Geschwindigkeit, auf Beweglichkeit, und ihr seht hier so ohne XL Engine hat er schon 64,8 km/h drauf. Also ohne XL Engine und ohne Speed Peak. Was heißt, eine XL Engine rein und Speed Peak, und das Ding geht dann nochmal mehr ab von der Geschwindigkeit.
Und mit diesem Bild ist er auch ziemlich gut auf dem Schlachtfeld unterwegs. Eine Gauss, zwei SM6er und drei Medium-Laser, kann man definitiv nichts dagegen sagen. Man könnte auch erstmal versuchen, dann den Grundbild zu fahren. Zwei Medium-Laser, ein SM4er und eine AC20, was aber meiner Meinung nach zu wenig Punch hätte. Da würde ich dann ein bisschen auf ein klein wenig Geschwindigkeit verzichten und dann dafür dann noch mehr Punch raushauen. Also die Gauss vielleicht durch eine AC20 tauschen, wobei die Gauss in der Kombination tatsächlich doch sehr cool ist. Der Bild wurde mir auch mal empfohlen und er macht wirklich sehr viel Spaß. Da gehört aber allerdings tatsächlich dann noch eine XL-Engine rein. Man kann den Victor wirklich wunderbar als Nahkampfgerät fahren, also hier auch mit seinen 60,8. Zwei Large Pulse Laser und die AC20 geben einen wirklich schönen quasi Punktschaden von 40 im Nahkampf. Mit einer XL-Engine wäre er dann nochmal besser dran. Wobei ich da diesen ausgeglichenen Bild von dem anderen Victor von dem neuen K tatsächlich besser finde. Weil man hier auch auf Long Range ein bisschen mitarbeiten kann. Also ist natürlich jedem selbst überlassen, was er da so mehr bevorzugt. Der Victor ist wirklich sehr flexibel einsetzbar, aber tatsächlich, das muss ich inzwischen leider zugeben, eine sehr geile Wildsau, wenn man ihn richtig schnell aufgebaut hat. Mit einem harten Nahkampf-Punch, dann ist es wirklich ein richtig geiles Support-Mech, so wie es auch gedacht war. Reinjumpen, raufhauen und dann nach Müdigkeit vielleicht noch wieder wegjumpen oder den Gegner einfach niederholzen, je nachdem, was als erstes funktioniert. Nun denn, Leute, besten Dank fürs Zugucken, haut weg und viel Spaß noch beim Daddeln.